Hallo ihr Wikinger, heute geht es weiter mit der Story, deinem neuen Rätsel und deinem Druiden. Sit back, relax and grab some snacks. Ja, willkommen zurück. Und ja, wir haben das letzte Mal aufgehört, trifft den Druiden Halbin, wie man aus dem Titel auch entnehmen kann, ein mythischer Name. Und ja, jetzt müssen wir ihn finden, treffen und mit ihm sprechen. Irgendwo hier in der Nähe muss er sein. Wir haben sogar noch dieses besondere Outfit, ein paar Extras bekommen und spielen immer noch den Knochen tot. Hey Chris, ich grüße dich. Willkommen zurück. So, wir machen weiter. Sehen wir nicht super aus? Hello again, was hast du denn da auf? Das war noch von dieser letzten Mission. Für die Süßigkeiten praktisch das Ohr Halloween. Da haben wir Teile dieses Kostüms bekommen. Ja. Und ja, die Mission war, dass wir Süßigkeiten bekommen und Reime durchführen und hat ganz gut geklappt. Ja, und jetzt haben wir das noch hier zu teilen. Das ist nur eine leichte Leihgabe. Ah, okay, ja. So, okay. Schauen wir mal, dass das alles klappt. Und genießen wir den Abend. Okay. Hier muss es sein. Sieh mal nachsühnen. Sie sollen vor Angst erzittern, wenn ich ihnen gegenüber trete. Das sieht schon echt böse aus. Haha, wenn die Augen jetzt noch leuchten würden. Das wäre schon krass. Ich war schneller im Stream, als dass die zweite Benachrichtigung von Discord kommt. Du bist eben ein Blitz. Discord hat gar keine Chance gegen deine Geschwindigkeit, siehst du? Okay, da müssen wir rein. Superdupi, superdupi, dupi, superupapup, schappendappendieber. Und Twitch ist ja mal fast pünktlich. Aber nur fast. Das nennt man Lichtgeschwindigkeit, ja. Aber wenn es was noch Schnelleres danach gibt, die nächste Stufe, dann hast du die auch schon freigeschalten. Oh. Wow. Jetzt wird's aber dunkel.
Was, Regen? Oh, warte mal. Daher kommen auch immer meine Tippfehler. Ja. Man hört vom Spiel nichts. Oh, warte mal, ja. Okay. Okay, gib mir mal Bescheid, ob was ankommt. Man hört vom Spiel nichts, lass mich raten. Du hast dich neu verkabelt, ja. Gesagt, das ist irgendwie seltsam. Achtung, jetzt! Im Tal. Da ist mal wieder nichts verändert. Ich hatte vorhin mal was mit Kopfhörern gehört. Alwyn sagte, dass die beiden Männer Und mich dann habe ich das mal dran gelassen. gefunden haben müssen. Vielleicht sollte ich sie anzünden. Okay, Ton ist jetzt da, wie vorher. Okay, alles klar. Ne, gut, da weiß ich Bescheid. Hilf Halvin, sein Ritual vorzubereiten. Für das Ritual wird Feuer benötigt. Na gut, dass ich viel Feuer habe. Oh, warte mal. Dann kann ich das wieder bei Unheimlichen oder Horror Games dann so mal umschalten. Soll ich jetzt die Puppe echt. Feuer, warte mal. So, oder wie soll das sein? Aha, also doch, wie ich es mir dachte. Ein Weidenmann spricht. Lass sie gemeinsam reden. Ja, ein zweiter stimmt ein. Brennen, brennen, sie sollen brennen. Dafür werde ich sorgen. Ein weiterer. Ah, da hinten ist noch einer. Möge es ein wildes Kreischen werden. Noch einer, noch einer. Okay, das sind noch einige, oder? Hörst du sie? Ein Meer aus Feuer stimmt. Das sollte der letzte sein. Zurück zum Druiden. Dieses Zeichen habe ich schon auf Schilden und Grabsteinen gesehen. Ein schützendes Schild. Das ist tatsächlich ein Zitat aus einem Lied. Ich habe nur leider den Titel vergessen, es hat aber was mit einer Hexe zu tun. Ja. Brennen, brennen, sie sollen brennen. Brennt sie nieder. Sprich mit Halvin. Halvin. Sprich zu mir, o Wind! Ich bin gekommen, dir eine Frage zu stellen. Etwas an deinem Verhalten und deiner körperlichen Form lässt mich zweifeln. Bist du wahrlich ein Geist des Lichts? Ich bin ein Geist wie jeder andere. Dann beweise es. Du musst die tiefen Geheimnisse der Anderwelt kennen, bevor ich dir helfen kann. Nenn mir die richtige Verwendung von Zaubern. Wie du willst. Sprich deine Rätsel. Welcher Zauber vereint Seelen? Bitte was? Welcher Zauber vereint Seelen? Gib mir etwas Zeit für die Antwort. Bist du ein Geist der Dunkelheit? Wenn dem nicht so ist, komm wieder und versuche es erneut. Worum bittet er mich da?
Es muss Kleinode in seinem Haus geben, die mir helfen. Aha. Ich habe aber soll und nicht sollen geschrieben. Sollen brennen, brennen, sie sollen brennen. Achso, ja. Hm. Ja, manchmal lese ich das gleich anders mit. Bobo und Schoki knuddelt. Yeah. Ah, schön. Die Sonne. Klong. Hm. Okay. Hier finden wir doch bestimmt so gute Sachen raus. Was ist denn hier noch alles? Hier ist noch irgendwas. Dieser Dolch liegt falsch herum. Ritualdolch. Aufrichte Klinge, entfessle was war. Ringsherum wird ein Kreis offenbar. Und im Kreis, wenn ganz früh der Morgentau rinnt, kommt der Tod zu dem Alten, das Neue beginnt. Nein, das klingt echt gut. Löse das Rätsel, Hinweise sind in Halvins Haus und dessen Umgebung zu finden. Rätsel. Ein Strick zum Erhängen, ein Messer, das Fläschchen riecht nach Gift. Drei Arten zu töten. Dreifacher Tod, es stirbt Herrscher und Volk am dreifachen Tod. Der Galgenstrick bringt Atemnot. Es wirft dich zu Boden des Messers Mut, trink aus dem Brunnen, dann hustest du Blut. Mhm. Aha. Aha, hier können wir wieder raus, okay. Liebesbrief. Ein weiteres Jahr früher Blüte, hast du sie von deiner Seite her entsandt. Da ich immer schon wahrsagen konnte, sehe ich, dass die Götter für dich eine gebannte Zuhörerschaft bilden. Stiefelchen hatten wieder einen guten Wurf, bald sind wir so reich an Katzen wie einst an Liebe zueinander. Schlafe sanft, mein Lieblingstier. Okay. War da nicht noch was anderes? Zwei Schöpflöffel aus einem Zweig. Die Rillen passen zueinander. Doppellöffel. Die Sonne geht unter, der Mond schwebt frei. Zwei wird eins und eins wird zwei. Der Tag bricht an, voll Arbeit und Mühe. Der Abend kommt, sie teilen die Brühe. Das verwirrt sich mit dem Loch, ja. Aha, okay. Hm. Das ist derselbe und da ist noch was. Gut, gehen wir hier raus. Oben? Ist hier oben? Ne, das ist hier drin. Ach, hier ist es. Ah. Ihre Münder stehen offen, als hätten sie Geheimnisse herausgeschrien. Seelenschädel. Künde mir, Freund, von dem Bund, der nie bricht. Künde mir, Freund, von der Reise ins Licht. Sprich doch zu mir. Es ist alles, was zählt. Sprich zu mir, auch wenn die Zunge dir fehlt. Hm. Was ist denn da unten noch? Was wird da unten? Dieses Zeichen habe ich schon auf Schilden und Grabsteinen gesehen. Ja. Das schrie nach einem Clip. Das klang eher nach einem Ritual, ja. Naja, das müsste dann so ansagen. Und dann geht es los.
Ach, das ist der Schatz dahin. Okay. Kommt er überhaupt dran? Auf der anderen Seite. Ach, okay, dann müssen wir hier hoch. Ich überhaupt hin? Da komme ich ja nicht so hin. Interessant. Ich sehe gar keinen Eingang. Das Abbild einer Frau, Habrin, beobachtet mich vom Wasser her. Habrin von der Säfern. Der lange Fluss fließt wie ihr rotlockiges Haar. Sie spielt hier am Ufer, das Wasser ist klar. Man droht eine Jungfrau im Umland Gefahr, schenkt Habrin ihr Liebe, nimmt sie in Gewahr. Opal, okay. Ich glaube, das höchste waren 20 Opale, die wir bekommen haben. Oder gibt's hier? Kommt man denn hier rein? Da ist hier irgendwo eine Stelle. Naja, ich sehe es jetzt jedenfalls nicht. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt rausbekommen. Naja, mit Eva spricht er nicht. Sprich zu mir, o Wind! Hast du nun zu dir gefunden? Wenn du ein Geist des Lichts bist, beantworte mir dies. Jetzt einen Baum gemacht? Nee. Welcher hab ich nicht Zauber mehr gefunden. Vereint Seelen? Ja, da müsste ich wieder da sein. Das. Werde ich schon noch alles machen. Der Zauber des Doppellöffels. Ja, so kann ein vermähltes Paar gemeinsam Brühe speisen. Mann und Frau sind aus Erde, aus Wasser und Wind. Welcher Zauber lässt die Erde verklumpen, das Wasser vertrocknen und hält den Wind an? Ja, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Genau. Der dreifache Tod hält den Lebenswind an, bringt deinen Körper zurück zur Erde und vergiftet das Wasser. Der dreifache Tod ist der Zauber. Welcher Zauber schützt vor bösen Geistern? Der endlose Knoten wehrt übel ab. Ein wahrlich sicherer Knoten. Nur Wesen des Lichts brauchen ihn nicht fürchten. Du bist ein Geist des Lichts. Gepriesen sei Mabon.
Hättest du gern etwas Brot und Sahne? Nein, nur die Antwort auf eine Frage. Dieser Kräuterbeutel kam in den Händen eines Fremden nach Gloucester. Kennst du ihn? Ja, etwas, um ihm Schlaf zu bringen. Ich füllte jenen Beutel und bei einem Löwenzahnwein sprach er selig von seiner Heimat. Kutladron. Kutladron? Wohlan. Ich danke dir, Halwin. Doch nun habe ich andere an diesem Erntemond zu besuchen. Geh hin mit dem Wind und den Blättern, guter Freund der Hügel. Evo musste sich jetzt gerade zusammenreißen. Kutladron. Komischer Name. Modron müsste bei den Steinen in der Nähe. Mal sehen, ob mir heute noch mehr Paste einfallen. Ja, ja. 5100 App. Zwei Fertigkeitspunkte. Jawohl. Quests. Verfolgte Quest. Der gestohlene König. Teil von Die Geschichte von Weidemann. Kapitel 3. Evas einziger Anhaltspunkt für Theodets Verschwinden ist ein mysteriöser Druide, der im Osten des Skiers lebt. Des Skiers lebt. Finde Modron und sprich mit ihr. Alles klar. So, da ich hier noch rot angezogen bin. Viele Sachen. Der gestohlene König. Okay. War schön, war schön. Was siehst du, alte Freundin? Naja, das finden wir schon noch raus. Finde Modron und sprich mit ihr. Sie ist in der Nähe von Rotrevik. Strecke deine Flügel, Söhne. Modron ist davon. Der gestohlene König. Wird es etwa ein König sein?
Sei gegrüßt. Wachen, rettet mich! Ein mordender Däne ist gekommen, mir den Kopf abzuschlagen. Du hättest mir dein Leid schon früher klagen sollen. Wir sind beide mit Brigitte befreundet und ich weiß, du tätest nichts, das deine Freunde gefährdet. Die Nacht war voll freudiger Trinkgelage. Ich erinnere mich an wenig, doch hatte ich keinen Streit mit Judah. Bedauerlich. Was konntest du von Harwin erfahren? Er gab einem Mann aus Kutladron Kräuter. Sein Name ist Gwilym. Judah und ich tranken mit ihm. Kutladron ist der welsche Name eines Diebesnests. Es liegt westlich von hier auf einem Hügel. Ich kann dich hinführen. Ich schulde dir viel für deine Hilfe. Du hättest mir nicht trauen müssen. Judas Schicksal betrifft auch mich. Diese Entwicklung ist beunruhigend und ich hoffe, ihr auf den Grund zu gehen. Gut, meine Gute, wir werden den Pfad jetzt einschlagen und los galoppieren. Hey Xenungs, ich grüße dich. Willkommen zurück. Wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Na, was macht die Kunst? Zweimal. Einmal Robbo und ein Gamer, Lebkuchenmann. Das ist der Schoki. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Danke dir. Ich hoffe, du bist auch wohlauf. Ja, das ist gut. Gehen wir. Dann beeilen wir uns. Ich muss Gwilym finden und meine Ehre retten. Dieser Wald fühlt sich genau wie alles andere in Gloucester ungezähmt an. Als wäre ich durch ein Tor in eine andere Welt geritten. Ja, hier gibt es alte Magie. Alte Magie, welche Tudor und seine Kirche gerne auslöschen würden. Tudor sprach von einer Neuordnung. Glaubst du, deswegen wurde er zum Ziel? Es gibt viele, die sich an die Spitze kämpfen würden. Tudors Verschwinden könnte jedermanns Werk sein. Doch du bist eine Mir geht's Seele. Gut, danke und dir? Ja, auch alles soweit gut. Man sorgt ja immer dafür, dass alles gut wird. Mit Zugang zur Weisheit der Götter. Hast du denn nichts gesehen? Freut mich, dass dir gut geht, Xenox. Freut mich zu lesen. Wenn dem so wäre, hätten wir inzwischen ihre Hörner gehört. Wir sind kein zurückhaltendes Volk. Worte wie Äxte, hart und ehrlich. Folge Motron, okay. Ah, da oben vielleicht, wo es leuchtet, wo das Licht ist. Kutladron, das Diebesnest. Ja, sag ich doch. Hier verlasse ich dich nur. Kennst du? Nein, verlass mich nicht. Ist im Diebesnest. Oder ist der König? So der König werden und der steht denn im Weg wegen seiner Position? Ja, schön, dass es dir auch gut geht. Ja, danke dir, Xenox. Was? Ist sie jetzt verschwunden? Oh! Ach ne, die ist hier abgebogen, alles klar. Oha. Da müssen wir jetzt mal hier hoch. Drum, 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 drum. Aha, an der Ecke ist das, okay. Los! Ja. Es ist da, es ist da. Wunderbar. Wir müssen hier rüber. Diebesnest, da haben wir's. Leite mich. Na gut, das gehört ja doch mit dazu. Diesen Wachen entgeht nichts. Warte, warte. Okay, jetzt geht's.
So, da können wir jetzt mal speichern und dann suchen wir mal den Typ. Ich hoffe, wir können vorher mit ihm reden. Ja. Okay. Ja, wenn ihr runtergeht, komme ich natürlich hoch. Ah, dahin ist er, oder? Da hat er sich verkrochen. Mist, ich habe kein Adrenalin. Schade, sonst hätte ich hier einen Giftpfeil geschossen. Das ist so cool mit dem Schild. Ah, es ist er runtergefallen. Das ist Tudors Stimme. Er lebt also. Ja, der lebt. Na klar lebt er. Die haben den ja weggezogen. Irgendwas ist noch mit dem. Ah, hier sind Pfeile. Das hat es gar nicht rot angezeigt, da weißt du gar nicht, ob du triffst. Wo ist denn der eigentlich? Das ist nicht so gut. Lass mich, verfluchter Mann. Oh shit! Oh, mit der Waffe sind die Fatalities richtig krass. Ich habe mich auch verkrochen ins Bett. Ja. Gestern hast du wieder so einen Traum gehabt, der so echt war. Oh, die Sonne, das sieht gut aus. Und dann bist du aufgewacht und dachtest dir, ach, scheiße. Das war so echt. Solche Träume finde ich super. So, Giftfähigkeit, okay. Was haben wir hier noch alles? Xenox, schau dir gerne mal den Horror-Stream an von letztens. Der war richtig gut. Also es war eine Demo, ne? Die Version ist noch nicht draußen. Die ist schon stark, die Waffe, aber die ist halt langsam. Wow. Oh shit, die Beine weggeschossen. Darf ich fragen, was du geträumt hast? Das war. Ich weiß nicht, ich war auf so einer Mission.
Oh, verdammt. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass ich schon auf war und ich habe dann zu dem anderen gesagt, hier, nimm den Schlüssel. Du musst es zu Ende bringen. Du hast noch mehr Zeit als ich. Ich muss schon gehen. Und dann hatten wir das kurz gesprochen und ich habe gesagt, geh los. Und dann habe ich mich irgendwie aufgelöst und dann bin ich aufgewacht. Das war alles sehr, sehr modern. Also eine sehr weite Zukunft. Und ja, haben wir irgendwie versucht, die Welt zu retten. Aber das war halt so echt. Das sind solche echten Träume. Das war mega cool. Vor allen Dingen konnte ich das alles kontrollieren. Das war richtig gut. Naja, vielleicht gibt es heute einen zweiten Teil. Was für ein Glück. Ich brauche kein Glück. Das ist alles Können. Er ist irgendwo unter der Erde. Warte mal, hier war ich doch schon mal, oder? Sind die draußen? Die sind draußen irgendwie, ne? Hm. Okay, auch nicht schlecht, ja. Ja, fand ich auch. Hast du, ja. Wow, das Gift wirkt richtig schnell. Ich habe ihn direkt getroffen. Das war die Kettenreaktion im Käfig, um an die Schüssel zu kommen. Ah ja. Kletteraktion, ja. Kettenreaktion. Oh. Was? Ich hab dich am Arm getroffen, du stirbst. Was bist du für einer? Na, das ging nicht. Oh, der Kopf ist gar nicht abgegangen. So schade. Ja, das fragst du noch, ja. Aber natürlich. Jetzt ist er ab. Nur die Klinge geschärft bei dem vorhergehenden. Das ist meine Nudelsuppe. Naja, hier war ich schon alles. Aber es ist wieder ein bisschen gefüllt, ist auch nicht verkehrt. Mit der davon schon tot umfällt, ist das noch freundlich ausgedrückt, eine absolute Lusche, ja. Hab seinen Wurfball zurückgeworfen und dann ist er dran gestorben. Also das ist schon... Das ist schon interessant. Drüben, oder? Bis hier? Ah, da hinten ist das.
Irgendwas haben die da noch mit dem vor. Ah, meine leere Schachtel. Cool. Okay, die habe ich schon hier besiegt. Na gut, na gut. Hat er sich hier versteckt? Oder er wurde auch festgenommen, man weiß es nicht. Muss mal gucken. Na komm her. Werfer, okay. Na wirf. Ja, das hat wieder gar nicht getroffen, der Schlag. So. Da war aber jemand ganz schön kopflos, ja. Der hat überhaupt nicht nachgedacht. Na Moment, doch hier. Hier muss. Ach, hier ist er doch. Oh, Scheiße. So sieht's aus, mein Freund. Eivor, du lebst. Hab Mitleid. Ich befolgte nur Befehle von Alderman Kennon. Er gab uns Geld, um Tudor loszuwerden. Dann sollte er es zurückverlangen. Schöne Auftragsmörder seid ihr. Könnt nicht mal einen Mann töten. Du hast ja einen schlechten Sündenbock gewählt, Willem. Und wir dachten, wir lassen den Jungen leben und pressen mehr aus Kennon heraus, um sein Geheimnis zu wahren. Dann ist er doch. Dann ist er doch ein Prinz. Und warum sollte TEWDWR sterben? Ein toter Mann kann nicht bezahlen. Du lügst. Warum sollte Kennon zahlen, damit Tudor getötet wird? Er ist sein Nachfolger. Die Hintergründe sind uns egal. Je weniger wir wissen, desto besser. Ihr wolltet ihn erpressen, aber wisst nicht mal weswegen? Ihr seid ja unfähig. Wir wollten den Burschen nicht töten. Inzwischen haben wir ihn gern hier. Sag's ihm. Sag ihm, wie gut wir dich umsorgt haben. Kennon war das? Warum? Ich habe doch... Oh Götter, ist er tot? Wach auf! Wach auf! Sag dem Dänen, dass ich dich wie ein Schwalbenküken aufgepäppelt habe. Weg da, Hohlkopf! Eivor, wir sind doch Freunde, oder? Wir haben zusammen getrunken. Weißt du noch die Hühner? Noch ein Wort und ich schneide dir die Zunge ab. Tudor wird einen Heiler brauchen. Wir haben ihm Dung ins Gesicht geschmiert. Aber ich wurde schon von Schlimmeren entführt. Danke für deine Hilfe. Versuch dich nach deiner Flucht nicht ein drittes Mal entführen zu lassen. Danke, Fremder. Danke. Das weiß ich wahrlich zu schätzen. Ja, das solltest du. So, bring her. Als ich in diesem Dämonennest erwachte, fürchtete ich das Schlimmste. Spar deine Kraft, Judah. Der Ritt ist lang. Kennon? Er befahl meinen Tod? Ich verstehe es nicht. War wie ein Vater für mich. Ich werde ihn selbst befragen. Ich war stur, wenn er davon sprach, dass die Heiden genauso wie wir seien und voll Güte nach den Gesetzen vieler Götter lebten. Ein Gesicht, viele Gesichter. Es spielt keine Rolle. Wir alle sind gesegnet, in seiner Herrlichkeit zu leben. Du scheinst nach dem Katzer wie ausgewechselt. Ausgewechselt? Den Verband gewechselt? Vielleicht, weil er das wusste mit dem König. Ein Moment. Ich werde keiner bekannt. Ein Moment und dann mach er tot. Okay, wir bringen ihn zu Modron.
Was ist denn das eigentlich hier? Sind das... Achso, Totenköpfe. So. Gehst du automatisch drauf oder... Ah, muss ich machen, okay. Nein, ich habe keine Lieferung bestellt. Er fühlt sich heiß an und sein Geist kommt und geht, aber er lebt. Vielleicht eine Krankheit des Blutes. Schande, Schande. Er wurde von den Männern dort gefangen? Sie behaupten, Cannon hätte sie beauftragt. Cannon war das? Ich weiß nicht warum, nur dass er sie bezahlte, um sich Tudors zu entledigen. Du siehst, wie erfolgreich sie waren. Sie waren sich so ähnlich, der Junge und Cannon. Gottesfürchtige Christen, die mit mir über das Leben stritten. Aber er wurde weich. Menschen tun Böses, um ihre Macht zu behalten und ihre Haut zu retten. Vielleicht will er Tudor an seiner Stadt den Flammen übergeben. Verlangt der Brauch nicht den Anführer? Wenn er den Leichnam des Jungen zum Aldermann machen würde, wäre das Opfer rechtens. Dann ist er nicht sicher, bis ich mich um Cannon gekümmert habe. Kannst du ihn versorgen? Ich bin eine sehr gute Heilerin. Doch wenn die Götter ihn zu sich rufen, kann ich nichts tun. Eivor, was hast du mit Cannon vor? Ich muss gehen. Wir sagen gar nichts dazu. Erst bloßstellen und dann töten. Und dann gehen. Ich enthülle seine Schandtaten. Soll sein Volk entscheiden, ob er einen ehrbaren Tod verdient. Er beschmutzte deinen Namen und doch würdest du ihn leben lassen? Schande um Schande. Wenn ich fertig bin, heißt ihn nicht mal sein Gott willkommen. Dein Entschluss steht also fest. Möge Rhiannon mit dir reiten. Ich danke dir, Modron. Und bitte, kümmere dich um Tudor. Ich muss Cannon stellen, bevor das Fest endet. Der gestohlene König. Quest abgeschlossen. Ja, der hat ja gesagt, dass der sonst nichts ist ohne diese Zustimmung. Und ich denke, das passt dann am besten. Hintergangene Liebe. Das ist so breit. Ah, das ist eins der Symbole, was wir zusammenstellen mussten. Und ein Opal, okay. Du bist als Nächster dran. Okay, wir gucken erstmal, wie wir das verteilen können. Hintergangene Liebe, Teil von die Geschichten von Weidenmann. Kapitel 4. Nachdem die Wahrheit über den Mordversuch an TEWDWR aufgedeckt wurde, kehrt Eivor nach Gloucester zurück. Stelle Cannon zur Rede.
Okay, können wir dann was essen? Ich muss Kennern finden, bevor ich entdeckt werde. Am besten beginne ich beim Haus. Die Feierlichkeiten haben noch nicht begonnen. Noch ist Zeit, Kennern zu finden. Wo bist du, Kennern? Er ist nicht hier, aber vielleicht hat ihn jemand gesehen. Brigitte ist hier. Eivor! Finally, Tiri de Chwaled! Brigitte, schön, dich zu sehen. Eivor, what has become of Tevter? Did you faint your scarf? Danke. Brigitte, ich habe ein verlassenes Vogelnest in den Dachbalken gefunden. Ich bringe es nach Hause zu Mutter. If you cattle it, then the Babbins will do it and all a lay a god. Du bist es wieder, der Sauenschlechter. Der Sauenschlechter? Egal. Gwyneth, ich suche Kennern. Hast du ihn gesehen? Er ist mit den Festvorbereitungen beschäftigt und hat mich zu Brigitte geschickt. Willst du einen Zauber sehen, den ich geübt habe? Bringst du mich zu Kennern, wenn ich ja sage? Nur ein Trick und dann zeige ich dir den Weg. Also zuerst musst du in diesen Beutel greifen. Und die Anzahl der Steine, die du hältst, ist 3. Ein wunderbarer Zauber, Gwen. Aber ich muss jetzt wirklich Kennern finden. Komm, gehen wir ihn suchen. Ich würde gern mehr über dich erfahren, Gwyneth. Du bist schon ein seltsames Vögelchen. Mutter sagt, es wird nie wieder jemanden wie mich geben. Von der Geburt des Sandes bis zum Ende aller Sorgen. Deine Mutter vertraut dir wohl sehr, dass du ganz allein rumlaufen darfst. Sie verbringt den Feiertag damit, Einsiedler und alte Steine zu segnen. Ist doch langweilig. Und dein Vater, Gwyneth? Wo ist der? Eigentlich darf man darüber nicht reden, aber ich entstand durch die Verbindung meiner Mutter mit dem gehörnten König des Waldes. Oha. Oha. Stehst du Brigitte nahe? Sie ist wie eine große Schwester. Aber ich werde sie wohl nicht mehr oft sehen, wenn sie mit dir und Gunnar weggeht. Lecker, so richtig schöner kalter Kakao. Ja. Lecker, lecker. Hast du Pulver oder war das schon fertig? Wie verbringst du deine Tage hier, Gwyneth? Tote Sachen für Mamas Zauber sammeln. Ich habe schon eine schöne Sammlung.
Vögel, Mäuse, Käfer und ich tanze und kann mit Katzen reden. Mhm. Ja, die Stimme ist gut. Ich sollte Kenan suchen. Da sind die Kirchenfrauen. Sie mögen das Fest nicht, aber Mama sagt, sie kommen trotzdem, um die Hähne zu gackern. Willst du noch einen Trick sehen? Ich kann eine Eichel aus deinem Ohr ziehen. Ich muss Kenan finden. Das ist wichtig. Dein Pech, Schlechter. Ich heiße Eivor. Was war das? Aha. Leder, Eisenerz. Oh, das ist gut. Was? Wie ist die so schnell hier hochgekommen? Achso, mit der Leiter, okay. Pulver, das kann man schön individuell machen, ja. Also viel Kakaopulver. Und wenig Flüssigkeit. Für den extra Geschmack. Ich sprich mit Veranstaltern des Festes über Canyon. Okay. Okay. Hm. Stehe. Hast du Alderman Kenan gesehen? Die unheilige Fratze hat mich erschreckt. Es ist nach Sonnenuntergang. Kenan hat sich zum Gebet in die Kirche zurückgezogen. Ich muss ihn sprechen. Selbst wenn du mit ihm sprechen musst, wird das bis zum Morgen warten müssen. Er hat sich eingeschlossen. Nur Geva hat den Schlüssel. Würde Geva mich einlassen? Das darf sie nicht. Nicht, dass ich ihr zutraue, eine so einfache Anweisung zu befolgen. Sie würde ihren Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Danke für deine Hilfe. Ich werde morgen mit Kenan sprechen. Eine gewisse Geva hat den Schlüssel. Ich muss sie finden. Ich habe mit einem Dachs gesprochen. Das bleibt unter Verschluss. Ich würde gern mehr über dich erfahren, Gwenet. Bist schon... Mutter sagt... Ich sollte Kenan suchen. Hast du Kenan gesehen? Hey, es ist Marilud. Reime mit mir, Marilud. Mit Wort oder Schwert kracht es in Sawins Nacht. Ach, Mist, ich hab den Reim verbockt. Voll Ale reimt ein jeder mit all seiner Macht. Viel bedurfte es nicht, um mich zu besiegen. Aber du bist wirklich gut. Gut genug für eine Belohnung. Vielen Dank. Genieß die Festlichkeit. Jemand namens Geva hat den Schlüssel zur Kirche. Okay, ist klar. Aber von der Seite sehen wir echt gut aus. Wir lächeln immer zu. Selbst jetzt. Okay. Thank you.
Speed or Tevter and Govlim. My priority speed depend on Rachib. Okay, okay. Was ist denn überhaupt der Kirchenhof? Spähe für mich in da hinten. Arme, was? Moment. Was, das ist hier? Zeigt gar nichts an. Das muss doch da drüben sein, oder? Ah, hier ist noch jemand. Ich suche nach Glowekes des Aldermann. Nun, der noch atmet, ist in der Kirche. Wie komme ich hinein? Gar nicht. Es gibt doch keinen Grund, in diesen Schweinestall zu gehen. Du müsstest mich schon sehr betrunken machen, dass ich dich reinbringe. Klingt, als würde etwas Ale seine Zunge lockern. Also ist das Geber, oder? Naja. Hast du irgendeinen Groll gegen die Kirche? Ich hasse diese Siedlung mehr als das Gebäude oder Gott bewahre den Herrn selbst. Die Plagen hier machen immer meine Gaben an ihm kaputt. Gaben? Fenster! Ist dir bewusst, wie viel Arbeit und Kunstfertigkeit nötig ist, um Glasscheiben zu Märtyrern zu machen? Die hübschen Glasbilder? Hey, aber zu brechen. Was nervst du mich, wenn ich mich unterhalte? Na super. Es fließt der Wein, es fließt das Bier. Hoch die Krüge trinken wir. Skull. Ha, mir ist doch tatsächlich ein eins passt eingefallen. Ja, wunderbar. Das macht der Kakao. Ja, jetzt kann ich nichts mehr mit dem machen. Also. Da ist immer noch Konflikt. Shit. Oh Gott, ich muss raus zu dunkel. Aha, vergiftet. Hegst du irgendeinen Groll gegen die Kirche? Ich hasse diese Siedlung mehr als das Gebäude oder Gott bewahre den Herrn selbst. Die Blagen hier machen immer meine Gaben an ihm kaputt. Halbe Tasse noch, ja. Fenster! Ist dir bewusst, wie viel Arbeit und Kunstfertigkeit nötig ist, um Glasscheiben zu Märtyrern zu machen? Die hübschen Glasbilder? Sie zerbrechen wirklich leicht.
Ja, so ist es. Monate feinsäuberlicher Arbeit, zerstört von Heidenrabauken mit einem einzigen lausigen Stein. Der Verlust deines Werks tut mir sehr leid. Ich muss weiter. Warte, warte, ein letzter Schluck, bevor du gehst. Ein Trinkspruch auf Alderman Cannon oder auf Sarwin. Einer auf Marilou. Einer auf... Glas. Wenn ich das Glasfenster zerbreche, komme ich in die Kirche. An der Rückseite der Kathedrale gibt es ein zerbrechliches Fenster. Gut, können wir das lösen? Aber wo? Was sind eigentlich die Kirche hier? Zum Henker ist jetzt. So, der Banner hängt. Sauber aufgestellt. Ah, jetzt auch noch einer. Achso, anheuern. Nee. Meine Klinge ist immer bereit. Nein, das ist mein Spruch. Wo ist denn diese Kirche? Was vor uns liegt. Ja, das ist das Langhaus, oder? Ach, hier. Ach, das da. Hm. Nee, das ist dahinter. Okay. Müssen wir da lang gehen. Ich muss sehen, was du siehst. Hast du Cannon gesehen? Er wird bald im Weidenmann sein. Letztendlich entscheidet der Wille Gottes. Hast du Cannon gesehen? Die Marilut? Meine Güte, du bist so gruselig. Was machst du denn nach dem Umzug noch hier? Ich suche Cannon. Ach so, ja. Ja, er ist in der Kirche. Ach, wenn du schon dorthin gehst,
Diese Kiste soll zu ihm gebracht werden. Sag Geva einfach, dass ich dich schicke. Natürlich. Wie sieht Geva aus? Sie hat auch eine Dachsmaske auf. Sicherlich kommt sie angerannt, wenn sie dich sieht. Viel Glück und frohes Samhain. Geva wartet auf diese Sachen für die Kirche. Damit komme ich heim. Geva wartet auf dem Kirchenhof auf eine Kiste. Okay. Das ist unser Schlüssel. Okay, hier sind viele Wachen. Und es wird noch eine Kiste geliefert, die darf ich nicht verpassen. Nein, ich hätte den Tee nicht trinken sollen. Ach, die Kiste. Ja, ja, komm hier entlang. Gut, dass du kommst. Karis sollte dir schon vor Ewigkeiten bringen. Okay, na dann. Bring mich rein. Einfach ablegen, ja. So. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo der ist. Canon ist dort drin. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ja, können wir das nicht einfach öffnen? Bist du ja, Schlangenzunge? Eivor! Gefallen dir die Feierlichkeiten? Das Schattenspiel ist vorbei. Tudor ist in Sicherheit und ich kenne deinen Plan, ihn an deiner Stadt zu opfern. Du denkst, ich will mich den Flammen entziehen? Ich gehe freudig zum weiten Mann. Doch lege ich Gloucester nicht in die Hände eines christlichen Eiferers. Was ist die Alternative? Dein Volk ohne Anführer zurücklassen, mit einer Kirche voll brennendem Zorn? Sie werden nicht ohne Anführer sein. Modron wird auf dem gehörnten Thron sitzen. Willst du sagen, Modron hat gelogen? Wir haben dich wie einen Hund im Kreis geführt. Der Plan zu Tudors Ermordung war Modrons Idee, Eivor. All das, um selbst die Herrschaft in Gloucestershire zu übernehmen? Es wäre schwer, sich zu halten, umgeben von Christen. Es gab keinen anderen Weg. Sie hatte eine Vision. Tudor von Flammen umgeben. Er verbrannte alles, was wir zusammen erschaffen haben. Alles? Du und Modron? Dann ist Gwyneth... Vor seinem Tod muss ein Mann sein Haus ordnen. Das Nest für seine Kinder mit Federn auslegen. Ja, die Kleine ist ja die Tochter von ihm. Ja, das würde schon so ein bisschen das Verhalten von ihr erklären. Aber war gut versteckt, also hat man nicht rausgekriegt. Ja, die waren natürlich auch verärgert. Die ging ja auf die Seite der Magie und der wollte das alles zerstören. Das wirst du büßen, was sagst du und Modron? Du und die Seherin? Das war der Plan. Dass ich zu eurem Liedchen tanze und ihr eurer Tochter ein Vermächtnis schaffen könnt. Ich habe Modron schon immer begehrt. Als sie mich bat, an einem Fruchtbarkeitsritual teilzunehmen, stimmte ich natürlich zu. Unsere Vereinigung zeugte nicht nur Gwyneth, sondern ein vereintes Gloucestershire. Tudor würde das zerstören. Darin irrst du dich, Canon. Tudor hat sich gewandelt. Er steht auf der Grenze, so wie du es tust. Tudor? Der Junge ist ein störrischer Esel. Hast du ihn zur Vernunft gebracht?
Nicht nur ich, auch die Güte von Räubern und fremden Bretonen. Nun nimmt der Christus und den Gehörnten an. Verflucht. Weissagungen weben ein seltsames Gespinst, nicht wahr? Tudors Wandel brauchte nur eine Entführung und einen fleißigen Dänen. Eivor, Modron hat Tudor in ihren Tempel im Rätselwald gebracht. Wenn du dich sputest, kannst du sie vielleicht noch aufhalten. Ich muss mich hier um vieles kümmern, sonst würde ich dich selbst hinführen. Geh nun. Sofern du mich nicht erst selbst töten willst. Bereite dich auf deinen Tod vor. Du wirst im Weidenmann sterben. Wenn das klappt, dann können wir den ja zurückbringen. Du bist bereits ein toter Mann. Ich werde dein Volk nicht für deine Taten leiden lassen. Hab Dank, Eivor. Deine Gnade wird sicherlich belohnt werden. Hintergangene Liebe. Quest abgeschlossen. Neue Quest, das ausgeweitete Lamm. Finde Modron. Wer ist denn hier gegangen? Sieht doch relativ frisch aus. Nun, da Ebert die ganze Wahrheit von Knüllen erfahren hat, muss er schnell nach Ebert, um Tevedrin zu retten. Finde Modron, ja. Naja. Dann suchen wir die mal und schauen mal, was sie zu sagen hat. Der unheimliche Nebel. Überblicke das Land, Freundin. Oh, das sieht gut aus. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Zeig es mir. Das zeigt ja gar nichts an. Wo sind die? Das sieht richtig unheimlich aus.
Finde Modron, ja. Schön weggeschleppt. Tja, wenn sie weiß, dass ich hier bin, dann weiß sie, dass wir das wissen. Und dann ist sie dran. Wow, die Falle hat mal richtig gut funktioniert. Das Essen wird kalt. Ist schwach, aber ich erkenne Modrons Stimme. Ah, okay. Warte mal. Achso, Proviant ist voll. Reichtum erworben. Tungsten? Bitte Tungsten. Zwei Fertigkeitspunkte, okay. Ja, Tungsten. Nice. Das ist das Einzige, was ich jetzt brauche. Oh, Glühwürmchen. Das sieht cool aus. Hinten. Ich werde gleich auch eiskalt, nicht nur das Essen im Spiel. Ja. Dann sorge für Wärme. Du darfst nichts Eiskaltes jetzt trinken. Okay, was können wir noch nehmen hier? Habe ich auch gar nicht vor. Okay. Oh! Das ist frech. So, auf geht's hier. Wo ist die Schlange? Vorsicht, die hat bestimmt irgendwelche Fallen.
das geht nicht, wenn du geduckt bist, oder? Ah, stimmt. Oh Gott, die ist bestimmt eine Spinne. Oh, hier ist alles voller Gift. Oh, oh, oh. Ja, hier ist alles faul. Muss auch mal sein. Auch nicht schlecht. Ich greife nach meiner Jacke und du warnst verfallen. Ja. Das ist echt super. Das ist der Assassinen-Sinn. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein interessantes Gift. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Das spielt gar keine Rolle. Ich muss überlegen, wie ich morgen meinen Aschenbecher ausgeleert bekomme. Das meiste Wasser da drin ist gefroren. Muss mit dem Werkzeug drin rumstochern. Weil dieses blöde Gestrüpp mir das versaut hat jetzt. Ah, so ein Mist. Wow, hier ist alles voll. Mein Balkonboot quietscht. Oh. Oh, das ist noch eine Kiste. Der quietscht. Na, ja, das ist ja ein Ding. Ach, hier. Rune der zornigen Verbindung. Oh. Der quietschende Boden. Fernkampfschaden wird durch Schwachpunkttreffer erhöht. Okay, cool. Ja, diesmal werde ich hier den Köcher erhöhen.
10, 30, 22. Machen wir gleich nochmal. Okay, sehr gut. 11, 32, 24. Sehr schön. Sehr, sehr schön. ...32 haben wir jetzt, das ist sehr krass. Obwohl, warte mal, ich mach mal den... ...den Raubtierbogen. Das ist so cool. Oh Gott, was macht das Schaf hier? Bei dem Zoom kann ich das auch machen. Zu langsam? Ich habe dich gerade enthauptet. Nichts zu langsam. Wie weit geht denn das noch weg? Echt großes Gebiet. Solange es nicht zum Killerschaf wird. Ja, das weiß ja nie, ob die dich plötzlich anspringen. Da bin ich lieber vorsichtig. Oh wow. Okay, krass. Habe ich Alfheim betreten oder ist das ein völlig neues Reich? Gott, wie sieht denn die jetzt aus? Zurück an die Erde, aus der das Tier wurde. Modron, leg die Klinge weg oder stirb durch meine Hand. Ich hätte wissen müssen, dass Kenon es nicht fertig brächte, dich für die Hunde zu vierteilen. Kalt schnauze ich von dir, deinen Geliebten für deine Verbrechen den Wölfen zu opfern. Du verstehst so wenig. Sei es drum. Lass mich dich mit dem Zorn der Götter erhellen. Oh, Bosskampf mit der. Krass, Überraschung. Alright, alright. Komm hier runter, du feiges Stück Dreck. Hey, Gift ist meine. Ach, scheiße. Warte mal, ich kann auch hier hoch bei der. Ganz ruhig, Ava.
schaffen das. Ha! Direkt im kleinen Zeh geschossen. Und tschüss. Bam. Das ist so cool. Verdammt. Okay, krass. Warte. Ah. Ab in die Erde. Was zum Henker? Hau doch zu! Der kann nicht zuhauen. Ich hol mir mein Leben zurück. Das war's. Yes. Ich hoffe, du hast auch mal zwischendurch gespeichert, Steve Link, ja. Dann tu es. Lass Glowekester schier in den Händen dieses Christen. Und wofür? Deinen Namen und ein paar Handelswege. Zweifelst du an der Macht deiner Götter, den Geist deines Mannes zu ändern? Theuda ist nicht länger der Eiferer, für den du ihn hältst. Menschen lügen, um ihre Haut zu retten. Wenn du fort bist, weidet er mich aus und verbrennt die meinen. Das zeigten mir die Götter. Kenon sprach von deiner Erscheinung. Die Nornir spinnen ihre Schicksalsfäden, doch ohne deinen Plan wäre sein Herz unverändert. Dann bereue ich nichts. Auch zu dir hatte ich eine Erscheinung. Einen Weg, der sich windet wie die Use. Das Netz einer Seherin verdreht Leiber und Worte. Die Weissagung ist ein Fluss und wir können uns nicht gegen ihn stemmen. Sie kämpft, um ihr Volk zu beschützen. Doch trat sie deinen Namen mit Füßen, beschmutzte ihre Ehre und die ihres Volkes. Für manche ist der Tod zu gnädig. Ne, Moment, das stimmt gar nicht. Doch der Tod wäre zu gnädig. Ja, doch, doch, stimmt doch. Ha! Ich habe Kenon verschont. Verabschiede dich und bleib mir aus den Augen. Mutter? Gerade da kommt das Kind. Ha. Was geschieht hier? Ist das die Hölle? Nein, wir sind in Englerland. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Aber es riecht hier recht stark, nicht wahr? Du wirst doch noch alter Mann, Tudor. Trotz vieler Versuche, dein Leben zu beenden. Versuche? Mein Leben zu beenden? Bei Gottes Blut! Du bist sicher. Und die Zeremonie in Glowekester wird stattfinden. Deine Wunden sollten in einem Monat verheilt sein, wenn du dir Ruhe gönnst. Du hast meinen Dank, Mutter Modron. Eine nette Frau. Aber auch furchteinflößend. Kehren wir schnell zurück. Von dieser Höhle bekomme ich Albträume. Das ausgeweidete Lamm. 3085 App. Die brennende Figur ganz oben sieht auch witzig aus. Ich sprich mit Gunnar. Ah, ja. Ha! Ich hab deinen kleinen Zeh getroffen. Kommt immer auf das Verbrechen an, ja.
Aber für manche ist das noch viel schlimmer als einfach zu sterben. Ja, schon krass. Ich sage, die Fähigkeit mit dem Pfeil, die ist mega gut. Die war schon in Odyssey super unterhaltsam. Komme ich jetzt hier wieder raus? Die Verbrennung des Weidenmanns. Teil von der Geschichte von Weidenmann. Kapitel 5. Nun, da Tube, die an Sicherheit ist und für Gerechtigkeit gesorgt wurde, ist es an der Zeit, den Weidenmann in Flammen aufgehen zu lassen. Sprich mit Gunnar. Alles klar. Müssen sowieso hierher. Gut, gut. Aha, gut. So, hier lang. Mal sehen, wir müssen bestimmt das dann wieder abgeben. Das Kostüm. Ich bin zurück. Ja, wir sind zurück. Gunnar, wie schön, ein Gesicht zu sehen, dem ich vertraue. Selbst wenn es deins ist. Ich dachte, das würde unsere gemeinsame Saga werden. Doch nun muss ich bald gehen und wir haben kaum Zeit miteinander verbracht. Sei unbesorgt, Eivor. Du und ich werden noch viele Geschichten zu erzählen haben. Klar und voll Ehre werden unsere Namen erklingen. Ja, eine Geschichte. Über Gloucester. Ein schönes Land voll verfluchter Narren. Ha! Darauf trinke ich. Ich danke dir. Für dich tue ich alles, alter Freund. Dann verabschieden wir uns mal vom Weidenkönig und machen uns auf den Heimweg. Ja, Randvi wird sicher Brigitte kennenlernen wollen. Brigitte und Gunnar sind schon vorgegangen. Ich sollte zu ihnen. Ja, ja, die Birgit. Thank you.
Du schuldest mir deine Weissagung, Seherin. Und du sollst sie haben. Ein großer Krieger bist du, Eroberer dieses Landes und dessen deiner Geburt. Doch letzten Endes wirst du feststellen, dass du nichts hast als das, was du bereust. Ich verstehe. Überspann nicht den Bogen. Große Figur. Wir trafen uns zuerst bei Simkins Aufstieg zum Weidenmann. Ich war vom ersten Augenblick an verzaubert. So lang ist das her. Welch poetische Fügung nach 20 Jahren des Wohlstands. Gwen. Bitte tu's nicht. Wir können was anderes verbrennen. Jemand anderes. Frieden, Liebes. Ich kehre heim zur Erde, aus der Bäume und Gerste wachsen. Mein Körper nährt dann Götter, Würmer und sogar dich. Ich werde also hier sein und in ganz ferner Zukunft, wenn du alt und schrumpelig wie ein Apfel bist, siehst du mich wieder. Vater. Ich dachte, ich würde bereit sein. Mhm. Kein schöner Brauch. Es ist Zeit. Dies ist jetzt dein. Dies ist dein Weg, Tudor. Weder Dornen noch Ranken konnten dich davon abbringen. Und du, Eivor, Freund Gloucester Shears, du bist deinem Ruf gerecht geworden. Ich weiß, du schuldest mir weniger als nichts, doch bitte, sorge für sie. Ich erfreue mich nicht am Leid anderer. Das wüsstest du, hättest du versucht, mich kennenzulernen. »20 Jahre war ich euer alter Mann. Nun sind diese alten Knochen bereit für meine letzte Pflicht. Ich habe an eurer Seite gearbeitet, Felder bestellt, Getränke gebraut, habe Geburt und Tod erlebt. Ja, sei gespannt. Ich bin gewachsen und habe gelernt. 6 Uhr wach. Der Weidenmann ist bereit, o König. Dein Altar erwartet dich.« Ja, ich denke, man muss schon ein bisschen länger schlafen. »Es ehrt mich, euer Erntekönig zu sein. Wenn dieses Feuer erwacht, mögen unsere Ernten reich und die Winter kurz sein. Trotz allem bekommt er das Ende, für das er gebetet hat. Direkt in die Mäuler hungriger Götter. Wow. Eivor, die Ehre gebührt dir. Preiset den Erntekönig! Auch der Aufzustehen hätte heute gereicht, ja. Warum musst du Kenner gehen? Um uns zu retten, Liebes. Oh, ich muss das machen. So eine Scheiße. Danke für dein Leben. Götter! Habe extra wegen dem Mittag Krückenschule mitgemacht, ja.
Ist gut. Das ist schon heftig. Vater unser, der du bist im Himmel. Mutter unser, die du bist in der Erde. Bitte. Bitte, nehmt diese Gabe an. Nehmt mir vor, mein Fleisch. Und Knochen und segne! Segne! Ich hätte ja gespeichert, kann ja zum Kampf kommen. Nein, nein. Hätte ja. Oh Gott, Ava, was ist los mit dir? Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja, die frohe Kunde. Rüben haben wir bekommen. Das ist das Beste. Wahrscheinlich kann ich das nur hier anziehen wie in der einen anderen Welt. Ein herzhaftes Wurzelgemüse. Die Menschen von Gloucestershire schnitzen Gesichter in ihre Rüben, um böse Geister zu vertreiben. Achso, da waren das alles Rüben an der Treppe am Hauseingang. Man kann ja nie so blöd denken, wie es kommt. Genau. So. Das hat gerade gut gepasst. So, ja, leere Schachtel. B-Blatt. Schimmelkäse darf nicht fehlen. Warum das denn? Einfach mal so. Oh, ich habe bald 300 Stärke, das ist schon krass. Wir haben eine Idee wegen dem Aschebecher. Okay, was willst du da machen? Anföhnen? Oder in ein heißes Wasserbad? Ab 300 kann ich das erst machen. Ich werde etwas heißes Wasser aus dem Wasserkocher drauf gießen. Ja, das geht auch, das stimmt. Nee, heute nicht. Das macht man heute nicht mehr. Eher wenn ich ausgeschlafen habe, ja. Das ist besser. Haben wir heute schon 100 Nachrichten? Ich glaube nicht.
Ich komme schon viel mehr vor. Ich habe nichts gesehen. Oh, wir können das doch mitnehmen. Das ist ja ein Ding. Ach, weil er hier ist jetzt wieder. Ah. Die Götter lächeln uns heute zu, Eivor. Ah ja. Ich habe neue Karten gezeichnet. Ach so. Na ja, nur noch ein paar Stündchen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Fertig? Wir sehen uns später. Pass auf dich auf. Wie das leuchtet. Sei gegrüßt. Was bietest du heute an? Ja. Hast du einen Vertrag für mich? Die für mich arbeiten, sind diesen Ein vertrauter Kurier ist verschwunden und ich zähle auf. Nun muss ich gehen. Auf bald. Geh mit deinen Göttern. Hi, Tavon. Zeigst du mir deine Waren? Die sind gar nicht erschrocken über die das Maske. Das ist fast schon geschenkt. Immer ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen, Eivor. Wow. Tempo wird nach einer Parade erhöht. Oh, das ist gut. Damit hast du die richtige Wahl getroffen. Ja, das glaube ich auch. Dabei hatte ich sofort an dich gedacht. Ach so. Ja, man weiß eben nicht so, wie das genau aussieht, so verteilt. Aber ich kann das nicht filtern nach Gesicht und so weiter. Das wird richtig gut aussehen. Das passt gut zu dir. Ist das dann alles? Ich muss los. Bis bald. Wir sehen uns, Eivor. Gut, und jetzt zuletzt gehen wir. Zum Schmied, aber ich glaube, ich brauche noch Energie, oder? Ja, doch. Thank you.
der macht sich hier bequem in der Sonne. Schön, Sigurd wieder dort zu sehen, wo er hingehört. Was kannst du mir heute anbieten? So, wir haben noch zwei übrig von all meine Waren Tarnen. Sind gut, aber das ist sogar sehr gut. Also man kann wirklich nur bei dem Torso die Sonderrune einsetzen. Das ist ein bisschen schade. So, jetzt machen wir nur noch den Helm. Der Götter würdig. Oh, okay. Das hat jetzt ein richtiges Gesicht. Ah, das ist ziemlich gut. Ja. Aber wir brauchen echt drei. Also ich hoffe, es gibt irgendwann mal eine Stelle, wo du mehr bekommst, nicht bloß immer eins. Ist ja mega umständlich. Ich gebe nur noch die extrem betroffenen Stellen an den Händen ein. Das spart etwas Creme, ja. Tu das. Sonst kann ich nichts. Ich muss gehen. Mögen sie von deinen Taten singen. Wieso habe ich denn das immer noch hier an? Irgendwie ist das nicht so richtig, oder? Hm. Ach ja, wir gehen mal kurz zum Tätowierer. Hey, wieso kann ich das nicht mehr? Ach so, weil das getarnt ist, ja. Aber wieso habe ich den anderen Mantel nicht mehr? Das finde ich irgendwie scheiße. Ui, ist er wieder da? Das war bestimmt ein Fehler vom Laden. Na, das sieht schon krass aus. Also so sieht das Outfit also maximal upgegradet aus. Ah, das hat jetzt ein richtiges Gesicht. Gefällt mir richtig gut. Hm. Ja, wir müssen zur Randvi. Jetzt mit dem Nachttopf abnehmen? Nein, mache ich nicht. Meine verbergen. Ne, der bleibt jetzt drauf. Den habe ich jetzt ganz neu. Hey, Sigurd! Sigurd! Ich bin's! Ist ja blöd, kannst ja gar nicht reden mit dem. Doch, der ist jetzt echt gut. Der wird nicht hübscher. Oh, ich habe gerade an dich gedacht. Was? Ne.
Ja, das sieht so krass aus. Nein. Wollen wir ein wenig Zeit zusammen verbringen? Nur du und ich. Das könnte mir gefallen. Ja, das glaube ich dir. Komm her zu mir. Die Rüstung. Muss immer bereit für einen Kampf sein. Der Rest sieht einfach mega geil aus. Ja, absolut. Gut, wenn ich wieder da bin, dann machen wir noch ein bisschen, dann ist Schluss.
Okay. An sich sei er. Ja. Randvi, jetzt bist du dran. Vielleicht neuer Brief gekommen? Ich kann kaum beschreiben, was in Gloucestershire geschah. Ich denke, du wirst es früh genug erfahren. Haben wir denn ein Bündnis mit ihnen? Ja, die Belohnung für unseren Schmerz. Rohmaterial. Schön. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Okay. Scheint das letzte zu sein. Ich habe einen besonderen Ruf aus Nottinghamshire im Norden erhalten. Von deinem alten Freund Willi. Willi? Den Namen habe ich schon 10 Winter oder mehr nicht mehr gehört. Wie geht es ihm? Gut scheint es. Willi bittet dich, an Festmahl und Feierlichkeiten zu Ehren seines Vaters Jarl Heming teilzunehmen. Eine willkommene Einladung. Es wird schön sein, ihn wiederzusehen. Es lohnt sich auch anzumerken, dass sein Vater ein mächtiger Verbündeter wäre. Reist du hin? Ich werde noch heute nach Nottinghamshire aufbrechen. Schön, Sie werden sich freuen. Okay. Uba Ragnarsson ist hier. Er behauptet, er habe etwas mit dir zu besprechen. Mann, der hätte mich ja fast erschrocken. Den gar nicht gesehen. Uba Ragnarsson, du bist weit entfernt von deinem König. Eivor, ja, es war ein weiter Weg über die Hügel und Felder Mercias und das alles, um dir zu danken. Mir danken? Du hast meinem Bruder seinen gerechten Lohn gegeben, trotz der Schwierigkeiten, die er dir und den Deinen bereitet hat. Ich konnte ihn nicht kontrollieren, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass der Allvater einen Nutzen für ihn finden wird. Dein Bruder wurde von einer Dunkelheit verfolgt, die er vermutlich selbst nicht verstand. Jetzt ist er da, wo er hingehört. Fürwahr. Deshalb möchte ich dir ein Geschenk überreichen. Ein Zeichen meines Respekts. Danke. Setze es gut ein, Wolfsmal. Mögen wir uns bald wiedersehen. Auf dem Schlachtfeld, wenn uns das Schicksal gewogen ist. Ernten, was gesät wurde. Fest abgeschlossen. Okay. Silberring. Mhm. Kleidet Trigvi und seinen Trupp. Er wurde aus dem feinsten Silber gefertigt. Oh. Ja, ich bin ein wahrer König. Na weg, Isigo zurückkommt.
Okay. Alte Freunde, Teil von Die Geschichte zweier Jahres, Kapitel 1. Nach Erhalt der Einladung seines alten Freundes Willi bricht Evo nach Snoddingham's Shire auf, um ihn zu besuchen. Kleine Trick wie am Trupp. Mal schauen, ob wir was verbessern können. Was siehst du? Ach, genau, andersrum. Ah, okay. Gute Bewegung. Das ist also immer nur ein Platz für diese Super-Rune. Na gut. Was ist denn das? Aha. Ja, die Musik ist schon ganz gut. Was? Oh nein, das ist doch diese Stelle, die kaputt ist. Mann.
Scheiße. Ach, das ist das vom letzten Mal gewesen. Was ist denn das überhaupt? Jupp, na. Ja, wenn das nicht behoben wird, kann ich die Mission nicht machen. So eine Scheiße. Das ist nicht gut. Lass mich dieses Boot steuern. Ich kann es nicht steuern. Scheiße. Was? Okay, ich glaube, das hat's gebraucht. Einen richtigen Tritt. Jetzt steht er da, trifft dich mit Jarl Heming. Okay, das ist also die Lösung. Ist aber noch gut weit weg. Nach Starnburg zu gehen. Aber unser Lager liegt gleich voraus. Also zieh ohne mich weiter. Vili und Jarl Heming werden sich freuen, dich zu sehen. Na gut. Schön, da geht's wirklich weiter. Die bei Freyas Kuss, du bist da. Willkommen. Dein Sohn schickte nach mir, Jarl Heming.
Eine der schöneren Botschaften, die mich in Englerland erreichten. Ich wünschte, ich könnte mit guten Nachrichten fortsetzen. Doch wir sind inmitten eines Sturms. Und doch singt mein altes Herz gewaltige Lieder bei deinem Anblick. Gut siehst du aus, Eivor. Stark, gesund. Mein Herz singt ebenso. Es ist schön, dich wiederzusehen. Man sagte mir, du hättest das Herz eines Galgen. Was doch alles in dir steckt. Bewegung auf den Mauern! Wir müssen das erledigen, bevor das Wetter sich ändert. Mein ganzer Clan stünde an deiner Seite, riefest du ihn. Nicht nötig. Hier gilt es nur, Fliegen zu erschlagen. Trögvi reitet nach Starnbuch, falls Pikten entkommen sollten. Morgen um diese Zeit wird alles vorbei sein. Ihr kennt mich ein Zeitalter lang als euren Jahr. Und ich kenne und liebe euch alle, seit ihr kleine Kinder wart. Ihr macht mir die Bürde leichter. Hoffen wir mal, dass du besser kämpfst, als du alterst, Drenger. Du lallst ja gar nicht, Vili. Hast du dein Ale verlegt? Heute kämpft ihr nicht für mich. Nicht füreinander. Heute kämpft ihr für eure Kinder. Kämpft, damit sie aufwachsen und gut und gerecht sein können, wie ihr es seid. Heute, für sie, holen wir Ulgatorp zurück. Trögvi und Eivor haben uns Pfeile und Öl gebracht, um die Fallen der Pikten in Brand zu stecken. Na endlich! Der Erste, der von oben auf diesem Turm ein Zeichen gibt, mit der Waffe ihres Kriegsherrn in der Hand, trinkt diesen Monat meinen Met. Bei Thors Bart, es ist schön, dich zu sehen, Vili. Oh, ist das so? Oder willst du meinen schwieligen Händen den Ruhm entreißen? Es ist viel zu lange her, Vili Hemmingsson. Und doch bist du hier, bei deinem alten Clan. Das ist es, was am meisten zählt. Auf die alten Zeiten also. Und auf die neuen. Kämpft, Söhne Hemings. Bringt heute den Sieg. Denn morgen feiern wir. Entzündet die Pfeile. Mögen sie mit ungezähmter Flamme brennen. Flieg, Freundin. Okay. Der andere Clan? Was? Ach, das ist der Clan vom Vater. Das ist aber kein Rabenclan. Du bist tot! Tot! Er ist langsam richtig müde. Ja. Oh, das war mies. Oh, shit. Finde und töte den Anführer der Pikten, dann könnte sich in dem Turm verschanzt haben. Okay, alles klar. Lautstark gähnen. Turm verteidigen. Mist! Mist! Ja. Oh. Scheiße, das wird teuer.
Das wird teuer. Ah, was machst denn du? Da, der Anführer. Was, wo? Wo denn? Da oben. Wo ist er? Ah, da ist er. Hab dich. Weg ist er. Du bist verletzt. Nein, nein, hör auf. Mir geht es gut. Das ist mehr Blut als Verletzung. Stolz kann dich nicht heilen, Heming. Du brauchst Pflege und Verbände. Mein Clan kämpfte gut, nicht wahr? Du sahst es. Das Herz dieser Leute. Wie sie sich hinter ihrem Jahr versammelten. Du hast diese Wirkung auf die Menschen. Sie vertrauen dir. Und meinen Sohn lieben sie noch mehr. Doch ihm fehlt das Vertrauen der Tane. Und mir läuft die Zeit davon, sie zu überzeugen. Du bist krank. Und du nimmst es an. Anders als mein Sohn. Er glaubt, ich wäre unsterblich, weil er das muss. Er will nicht, was ich ihm zu geben habe. War es Willi, der mich rief? Oder warst du es, Heming? Ich hoffte, dass du schneller kommst, wenn du Willis Namen zuerst hörst. Ich brauche deine Weisheit, Eivor. Deine Verschwiegenheit. Die hast du. Natürlich. Es wird bald ein Ting geben, in dem die Edelinge einen neuen Jahr bestimmen. Und ich bin mir unsicher. Ich wünschte, dass mir mein Sohn nachfolgt. Doch er zögert. Er folgt seinem Kriegerherzen. Andere werden Teugwi benennen. Ein guter Mann mit dem Geist seines Anführers. Doch sein Stammbaum ist fragwürdig. Und er ist weniger kühn. Ja, er steht Willi zu. Drüber könnte ein guter Anführer sein. Ja, ich werde darüber nachdenken. Beide Männer sind ehrenhaft, doch sie sind weit davon entfernt, Jarl Heming zu sein. Wir wollen uns die Ting-Entscheidung noch nicht aufbürden.
Gedanken sind so klar wie dein Verstand. Lass dies dein Denken in den kommenden Tagen leiten. Vili bricht bald gen Kinderfall auf. Reite mit ihm und redet, wie nur alte Freunde es können. Sollte ich eine Walküre in der Nähe sehen, schicke ich sie fort. Ich kann sie noch ein Weilchen fernhalten. Schöne Aussicht. Alte Freunde abgeschlossen. Du bist nun in der Weste. Urkertrupp, willkommen. 5100 App. Okay. Speer des Piktenanführers. Der Sand verrinnt. Neue Quest. Gut. Das schauen wir uns alles später an. Ein würdiger Abschluss für die Runde. Ja, es wird Zeit. Gut, gehen wir von den Ladies. Das war's für diese Runde. Beim nächsten Mal schauen wir, wie die Gespräche laufen werden. Und weitere Geschichten aus der Gruft. Aus Valhalla. Zurück ins Bett, unter die Decke krabbelt und sich einkuschelt. Macht das. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Kommt gut ins Wochenende rein. Danke, dass ihr dabei wart. Und ciao. Nicht erfrieren.